Ja, hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Runde des Hearthstone-Turniers von GameStar, der Vorrunde. Im Folgenden seht ihr jetzt das Duell zwischen The Homer J Show und mir, welches aus insgesamt drei Spielen besteht, beziehungsweise das System hat Best of Three. Das heißt, wer die meisten Spiele von drei Spielen gewinnt, kommt in die nächste Runde des Turniers. Alle Infos zu dem Turnier gibt es auf www.gamestar.de/Hearthstone-Turnier. Da könnt ihr sehen, wie die Runden so aussehen, wer gegen wen antritt und wie das Ganze weitergehen wird. An dieser Stelle nur so als Info. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Duell. Haut rein! Jawohl! Suchen wir uns ein Deck aus. Verrat hier nicht welches. Deine Aufnahme läuft, hoffe ich mal, oder? Die habe ich schon eingeschaltet, ja. Also wir können jederzeit. Ja, wenn du fertig bist, ich bin fertig. Ich klicke auf Go. Okay, ich auch. Du bist Profi, habe ich gehört. Nein, um Gottes Willen. Ich spiele bloß manchmal nebenbei, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Also, ja, überhaupt nicht annähernd Profi. Welchen Rang hast du denn? Also, hast du das schon mal hier? Gegen Rang 1 oder sowas zu werden? Oder beziehungsweise Rang 1? Ich hab's probiert, aber ich bin bloß mal bis 13 gekommen, weiter nicht. Ja, super. Also, nichts stark. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon was Besseres geschafft? Nee. Ich bin, glaube ich, aktuell gerade 18, aber ach so. Ich habe es auch wirklich nicht viel gespielt in letzter Zeit. Ja. Ja, auch wieder mal großartige Karten. Ja, aber Hexer gegen Hexer ist schon mal wieder. Ah, du bist auch Hexer, genau. Hast du viele von diesen neuen Goblin-Karten? Mäßig. Also jetzt nicht alle, also es fehlen noch weit viele, aber ein paar habe ich schon, ja. So. Gut an. So einen ersten Zug hat er mal übersprungen hier ganz fix. Na, was legen wir denn da Schönes? Eine Mana-Karte. Ah, da haben wir doch eine. Eine gute Lepri. Okay. Puh, 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 puh. Was legen wir denn da? Ist natürlich immer schwer, sich da zu entscheiden. Ich nehme mal. Ja. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Dann gehen wir mal direkt. Ja, super. Naja, noch sind es nur zwei Schaden. Dafür hast du ja den gewaltigen Kartenvorteil im Moment. Ja, ich weiß nicht, ob das hilft. Kommt drauf an, was du für Karten hast. Na, was hat er? Eieiei. Was denn? Ei, ach. Puh. Ja, da würde ich sagen. Mal ein gutes Spinnchen. So, und machen wir noch was? Machen wir nichts mehr? Nee. Next turn. Oh! Ouch. Ja, nicht sicher, ob das clever war. Naja. Das war aber optimal in dem Zug, hätte ich gesagt jetzt. Ja, optimal wäre, wenn bei dir nichts mehr liegen würde. Es stimmt. Stimmt auch wieder. Wenn ich eigentlich mit dem Deck verliere, muss ich dann ein anderes nehmen? Musst du nicht. Die Regeln gar nicht gelesen. Nee, du kannst spielen, wie du willst, wie du lustig bist. Also da ist nichts vorgeschrieben. Was machen wir denn jetzt? Ach, Jemine. Machen wir es mal so. Eieieiei. Ja, in der letzten Zeit hatte ich auch eine große Pechsträhne. Immer nur verloren bei den gewerteten Spielen meist. Oh je. Ja, das ist wunderbar. Puh, was machen wir denn da? Sagen wir es mal ganz so. Von das schöne Ei.
Tja, und jetzt ist eine gute Frage. Bringen wir mal die Wölfchen weg. Und ich glaube, ich kann ein Ei schon aufgeben. Das ist aber sehr deprimierend gerade. Die Karten, die kommen, sind auch sehr deprimierend. Manchmal so ein tierisches Pech auch mit dem Kartenziehen. Schauen wir mal, vielleicht reißt es ja noch rum. Vernichtet die. Oh. Okay. Was ist denn der Kampfschrei? Oh, Seelenfeuer. Ja, das ist eine Karte, die eigentlich echt gut ist, Seelenfeuer, aber ich verdamme sie mal dafür, dass man immer eine Karte wegschmeißen muss. Das ist oft. Naja, du hast übel. Ja eigentlich als Hexer mit dem Deck, das du spielst, eigentlich am Ende sowieso keine Karten mehr. Insofern ist es fast egal, ne? Aber. Ja. Ich habe jetzt gerade wirklich richtig Pech mit den Karten gefühlt. Aber. Naja, whatever. Ja, was machen wir denn jetzt? Bringt eure Toten. Machen wir das mal in der Reihenfolge. Nochmal eine Karte ziehen. Die Geißel wird euch verzehren. Auf in die Schlacht, Male. Was ist das? Baron Totenschwur. Zwei Todesröcheneffekte, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, ist aber, wenn du sie beide auf der Hand hast, ist es so. was machen wir denn jetzt? Könnten das. Ach, das ist natürlich nicht so optimal im Moment hier. Puh. Ziehe ich nochmal eine Karte? Ziehe ich keine? Ist eine gute Frage. Machen wir das Ganze mal so. Dann haben wir mal einen Erntegrün raus. Und den guten Leroy. Ja, gut. Hätte gereicht. Sorry. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Duell 1 von 3. Naja. So, jetzt kann ich entweder aufholen oder kläglich untergehen. Die Frage stellt sich, spielst du dasselbe Deck nochmal wahrscheinlich? Ich habe schließlich gewonnen mit dem Deck. Wer weiß. Ja, wer weiß. Ich nehme jetzt ein anderes. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ha. Nehme ich das gleiche oder nehme ich nicht das gleiche? Ist die gute Frage, ist eine gute Frage. Machen wir mal was Schönes draus. Bin mal gespannt, wer jetzt mir gegenüber steht. Okay, der Garrosch. Garrosch. Sieg oder Tod? Eure Seele wird mir gehören. Welche Karte hauen wir denn weg? Sagen die. Ach, noch eine schlechtere gezogen, super. Ach, jetzt habe ich natürlich keine passende. Darfst du anfangen, ist doch sehr gut. Ich gebe gleich weiter. Nix Gescheites auf der Hand, hey. Das kann ich auch. Was spielen wir denn jetzt? Spielen wir denn jetzt? Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Ist immer die Frage. Das war's. Again. Oh je. Jetzt gibt's auf die Nuss. Out. Jetzt haben wir schon den ersten Schaden eingesteckt hier. Das ist ja mal nicht so toll. Fangen wir mal ein bisschen an.
Noch zu ertragen, denke ich. Zwei Schaden. Ui. Nein! Ach, diese Karte ist übel. Für einen Mana-Kristall kannst du den gegnerischen Diener kaputt hauen, egal wie stark er ist. Na, wenn er angeschlagen ist. Ja, aber das kriegt man ja meist hin, und wenn es nur ein Schadenspunkt ist. Ja, später ist die Karte deutlich mehr wert als so früh im Spiel, aber ja. Ich fand jetzt einfach, es ist so als Demonstration der Stärke. So. Bis des Todes. Ui. Oh, jetzt geht er direkt ins Face. Das ist nicht gut, ich habe doch so wenig Lebenspunkte. Was machen wir denn jetzt? Hast du so viele Karten? Ah, die gehen schnell weg. Ach, was machen wir am besten so? Das war's. So, ein bisschen für Gleichheit sorgen. Bisschen, ist gut. Weil Krieger kann auch übel sein, wenn er sich dann vollpumpt mit Rüstungspunkten. Man weiß, was da noch. Ah, da, ja, da kommt's schon. So, so. Da kommt noch was. Der Lepra. Was machen wir denn jetzt, die Frage? Machen wir das mal so. Bisschen Heilung kann ja nicht schaden. Das war's. Und geben weiter. Zum Enter! Lepra-Gnom. Was? 6-3 wurden die das jetzt ja? Er hält an. Ach, der Waffe! Ah! Auch übel. Die böse Waffe. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ah. Machen wir das Ganze mal so. Und ja. Ist aber krass, dass zwei davon das waren. Ja, also Heilung brauche ich. Ist ja auch nur eine gewöhnliche Karte. Aber 8 Leben ist dafür ganz gut, finde ich. Na gut, ist zwar relativ teuer mit den 5 Mana so gesehen, aber. Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu. Oh, das ist aber übel. Das ist mir aber nicht so nett. Was machen wir jetzt da? So viele Möglichkeiten. Zum Feuerchen. Jetzt wäre diese eine Karte vom Krieger echt gut, diese Nether-Karte oder wie sie heißt, die alles vom Spielfeld entfernt.
Ja, alles klar. Das tödlicher Stoß, okay. Versucht es hiermit. Erzählen 7, 9. Huhuhuhu. Können wir da machen? Ich zieh mal eine. Eine ziehen und schauen, was passiert. Puh, was mache ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Machen wir mal an. Ja, und das war's. Mehr geht nicht. Schlauer Zug. Nein! Genau die beiden. Genau die beiden. Eieiei, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's langsam dünn. Machen wir jetzt mal. Machen wir mal Folgendes. Schilde hoch! So, guck mal. Boah, volles Risiko, aber scheiß drauf. Es geht so langsam an seine Grenzen hier. Du hast doch noch 5 Karten, kann doch gar nicht so schlimm sein. Nur noch 5. Auch eine mehr, deshalb mal so. Ja, und jetzt ein. Ich denke mal, machen wir es so. Das Höhlenfeuerchen. Was? Jo, jo. Dann hast du wohl gewonnen. Dann bist du noch eine Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch. Jo, danke schön. Das war ja sehr traurig. Also ja. Für mich. Ja, ich. Tut mir leid. Nee, ist doch cool. Muss auch Erster werden, sonst habe ich irgendwie keine gute Entschuldigung. Wenn man gegen den Ersten rausgeflogen ist, ist es okay. Wenn jetzt aber gleich in der zweiten Runde gegen, weiß nicht, gegen kommst du dann? Fischkopf oder so kommst und dann. Ich glaube, Fischkopf. Und, nee, war das Fischkopf? Nee, ich glaube, das war Lead TV oder wie sie heißen. Oder GameTube, einer von den beiden. Ich weiß jetzt nicht, wer gewonnen hat. Okay. Aber die ganzen Leute da, ich habe mal rumgeschaut, die sind echt krass drauf. Also, ich habe schon gezweifelt, ob ich überhaupt in der Runde bestehe, aber okay. Also, ja, ist schon mal mehr als. War schon gut. Mehr als gehofft. Perfekt. Dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, danke schön. Und ja, einen schönen Abend dir noch. Jo. Okay. Dann ciao.